Sehr schön. Dann beginne ich. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wenn Sie richtig clever sind, dann fangen Sie ganz früh an und fangen am Rand Ihrer Komfortzone an. Also Sie gucken, wo ist der Rand meiner Komfortzone, und das ist bei jedem in dem Raum anders, und überlegen, okay, ich mache jetzt was anders, ich passe mich jetzt einer veränderten Umwelt an, aber nicht indem ich jetzt hier das volle Programm fahre, sondern indem ich eben hier langsam anfange. Ja? Also ich passe mich zum Beispiel an, indem ich alles über Digitalisierung lese und auch relativ viel weiß. Ich nutze es halt nicht, aber ich weiß es wenigstens. Ja? Das ist der Rand meiner Komfortzone. Aber es beruhigt mich, dass ich es nutzen könnte. Ich wüsste, wie es funktioniert. Das ist der Rand. Und weil ich mich aber immer mehr damit beschäftige und dann langsam so die Berührungsängste verliere, könnte ich vielleicht auch den noch weiter erweitern. Das ist die Logik dahinter. Also egal, wo Sie da ansetzen, wir sind immer momentan einen Schritt hinten dran. Und es ist eine enorme Veränderung. Und wir in Deutschland, das ist auch ein kulturelles Thema, wir sind gut in Perfektionismus. Und wir sind nicht so gut in, wir improvisieren jetzt mal und müssen jetzt mal was Neues machen. Das ist nicht unsere DNA. Das ist dem US-Amerikaner durchaus, fällt es einfacher, ja, weil die können nicht so richtig hundertprozentig gut, aber die fangen halt viel dann schnell an. Ein paar Sachen können die auch richtig gut, aber das ist nicht der, die sagen nicht, ich warte jetzt, bis es super ist. Und das ist eben, wenn Märkte sich sehr schnell ändern, muss ich ja irgendwie auch mal anfangen, selbst wenn es noch nicht hundertprozentig. Und auch selbst wenn ich noch nicht weiß, wie es hundertprozentig geht. Das ist natürlich auch eine Veränderung. Dann haben sie eine große Veränderung mit den Frauen, weil Sie haben ja eh schon Fachkräftemangel, und wenn Sie es nicht schaffen, Frauen gut zu integrieren, dann wird es natürlich noch schlechter. Ja, wir haben ja eigentlich nur zwei Ressourcen, die uns dabei helfen können. Das sind, dass wir qualifizierte Frauen besser in die Arbeit integrieren, also mit Familie und Arbeit, und dass wir Migration gut in die Arbeit integrieren. Das sind nur halt zwei einzige Chancen, um überhaupt was zu machen. Oder halt dann die Roboter und die Algorithmen. Ja, das ist natürlich auch, also wenn Sie es zukommen, dann musst du dann schon überlegen, was macht jetzt wirklich Sinn. Ja? Also was brauchst du in 10 Jahren? Ja? Investierst du jetzt irgendwie in Menschen, die in 10 oder 5 Jahren pflegen können, oder in Pflegeroboter, die in 10 Jahren dann halt pflegen können? Ist halt auch eine irgendwie doofe Diskussion. Aber könnte man schon führen. Und früher haben wir geführt über Macht, ja, weil ich die Macht hatte, ich war deine Führungskraft, und heute führe ich über Ansehen. Weil du glaubst, dass, also mein Mitarbeiter sagt, mit dem macht es mir Spaß zu arbeiten, oder von dem kann ich was lernen, oder inspiriert mich, oder der hat einen guten Ruf. Und weil der einen guten Ruf hat als Führungskraft, wollen alle für den arbeiten. Und deswegen jetzt wird es richtig blöd, weil es nicht mal wichtig ist, ob der eine wirklich gute Führungskraft ist. Erstmal geht es darum, ob er einen guten Ruf hat. Also wenn ich digital arbeiten würde und ich würde das gut machen, und dann würde ich ein Buch schreiben, dann würde ich ein paar Videos machen, und die Leute würden sagen, ach, das ist ja ein richtig unterhaltsamer Professor, und da lernt man auch was, und da kriegt man so Insights, und dann würde ich meinen Ruf aufbauen, und dann würde meine Hochschule profitieren. Und dann könnte ich machen, was ich wollte an meiner Hochschule, weil ich immer sagen würde, Leute, hier, ich bin euer Guru, das wisst ihr schon, oder? Guck mal, wie viele Follower ich habe, ja? Ich habe mehr Follower als die ganze Hochschule. Ja, und dann ist die Diskussion zu Ende. Mache ich aber ja nicht, weil ich das nicht nutze, aber wer eigentlich... Nicht dumm, weil das ist nämlich jetzt unser nächstes Problem. Jetzt kommen wir nämlich auf Gesellschaft. Das eine ist, du willst führen über Ansehen und dann Macht. Aber wo kommt das Ansehen her? Und in einer digitalen Welt kommt das Ansehen halt immer weniger von der 1-zu-1-Erfahrung, sondern immer mehr von der 1-zu-N-Erfahrung, die geteilt wird auf LinkedIn, auf Xing. Wer ist der Experte in einem Thema? Ja? Wer ist der BIM-Experte Deutschlands? Und das würdest du am ehesten rausfinden, wenn du digital suchst, wer ist der Experte und wer hat am meisten dazu an Kommentaren, ja? Wem folgen die meisten, wer kriegt am meisten Response, wenn er zu BIM was schreibt, der ist dann der Experte, egal ob er wirklich der Experte ist oder nicht. So, das ist ein Thema, und das nächste Thema, das haben wir vorhin schon, das Ganze passiert als Bühnen der Selbstinszenierung, ja? Also Instagram, Snapchat, YouTube, das ist Selbstinszenierung. Und das heißt aber auch für Sie, Sie müssen sich jetzt selbst inszenieren mit Ihren Leistungen, um Leuten eine Wahrnehmung zu geben, dass sie der BIM-Guru sind, oder dass sie Vernetzung am besten beherrschen, oder dass sie Design am besten beherrschen, oder was auch immer. Sie müssen agiler werden, Sie müssen auf andere Ideen kommen, und Sie müssen auch überlegen, was passiert in 2, in 5 und in 10 Jahren. Wir machen noch eine letzte Übung. Ja? Und Sie dürfen noch ein letztes Mal aufstellen. Und dann dürfen Sie die Augen schließen. Schaffen Sie sich ein klein bisschen Platz, dass Sie nicht so eng aufeinander stehen. Ja? Und dann mit geschlossenen Augen drehen Sie sich jetzt mal in Richtung Westen. Ja? Denken Sie, wo könnte Westen sein? Und das, wo Sie denken, das wäre Westen, da drehen Sie sich jetzt mal hin. Ja? Aber lassen Sie die Augen geschlossen. Ja? So.
Und jetzt machen Sie mal die Augen auf und schauen sich um. Bleiben Sie so stehen, wie Sie sind, schauen Sie einfach um, wo die Leute stehen. Ja? Und jetzt sehen Sie, die Leute stehen hier kreuz und quer durch den Raum. Mit einer Kompass-App würden Sie jetzt rausfinden, wo Westen ist, aber ich weiß es nicht und es ist mir eigentlich auch völlig egal. Denn worum geht's? Es geht darum, dass Sie für sich eine Richtung finden müssen, für sich selber, für Ihr Unternehmen. Und dann müssen Sie die Richtung, die muss Ihnen klar sein, und dann müssen Sie andere in die Richtung bewegen. Und das ist dann der nächste schwierige Schritt. Ja? Also selbst wenn ich, so, wenn ich sage, drehen Sie mal in Richtung Westen, steht jeder in irgendeine Richtung. Und das ist das, was in Unternehmen passiert. Die werden agiler, die verändern sich, jeder hat eine andere Komfortzone. Dann sagen die, das ist unsere neue Richtung, und dann macht jeder was anderes. Und das wünsche ich Ihnen. Ja? Das wird schwer genug, aber ich glaube, dass Sie es schaffen können. Sie sind eine ganz tolle Gruppe, ich habe das gesehen. Ja? Das habe ich gespürt. Ja, auch ohne Facebook und so, einfach analog von Ihnen zu mir. Es war schön, mit Ihnen zu arbeiten. Ich bin auch noch ein bisschen da für Fragen. Genießen Sie den Abend, trinken Sie was, fragen Sie mich. Ganz lieben Dank.